Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass vom Archivcamp auch noch so viele Teilnehmende da sind. Ich habe gehört, da sind aber auch ein paar neue Gesichter extra noch dazugekommen zur Veranstaltung heute Abend, speziell zur Podiumsdiskussion. Ich freue mich über jeden von Ihnen und ich hoffe, dass wir von jedem und jeden von Ihnen noch viele Fragen bekommen. Wir werden hier 30 Minuten lang ungefähr erstmal eine moderationsgeleitete Podiumsdiskussion hören. Da wird es ein wenig darum gehen, welche Herausforderungen Archive aktuell haben, welche Möglichkeiten sie jetzt schon ausschöpfen können, was Zukunftsvisionen sein können und in welche Richtung es gehen kann, gerade im Bereich der Offenheit und wie der Weg dahin aussehen kann. Das hören wir dann von links und rechts vom Podium. Und ich freue mich sehr, mit Ihnen zusammen begrüßen zu dürfen. Wir haben natürlich den Hausherrn, den haben wir hier dabei, den Bundesbeauftragten der Stasi-Unterlagen, Roland Jahn. Wir haben Gerald Meyer, er ist Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg. Wir haben Helene Hahn, sie ist Mitglied des Präsidiums bei Wikimedia Deutschland und Co-Founderin des Projekts Coding Da Vinci. Wir haben Erhard Grundl, er ist Mitglied des Deutschen Bundestags seit 2017 und Sprecher für Kulturpolitik der Grünen Bundestagsfraktion, Bündnis 90 Die Grüne, und Sprecher für Kultur und Medien der SPD-Bundestagsfraktion, Martin Rabanus, den haben wir auch hier. Und begrüßen Sie bitte unser Panel mit einem herzlichen Applaus. So, Herr Jahn, Sie sind der... Also Sie haben hier ja ohnehin so einen kleinen Heimvorteil, deswegen würde ich mit Ihnen auch direkt beginnen. Sie leiten die Unterlagenbehörde jetzt schon einen kleinen Moment. Geht Ihnen eigentlich die Arbeit irgendwann auch mal aus? Nein, die geht nicht aus, weil wir sozusagen ja ein Archiv sind. Ein Archiv soll auf Ewigkeit angelegt sein. Das heißt, dass wir wollen alle Voraussetzungen schaffen, dass dieses Archiv auch auf Ewigkeit genutzt werden kann. Und da hat der Deutsche Bundestag uns jetzt ja auch im September einen klaren Auftrag erteilt, sozusagen das Archiv festzumachen für die Zukunft. Und, das will ich hinzufügen, dass auch hier am historischen Ort in der ehemaligen Stasi-Zentrale, deswegen herzlich willkommen von meiner Seite aus an diesem historischen Ort. Wir sitzen hier in einem Haus, was früher das Offizierscasino der Stasi war. Und das finde ich jedes Mal besonders schön, dass wir dann hier mit den verschiedensten Leuten auch diskutieren können, wie können wir die Hinterlassenschaft der Stasi nutzen. Und wir haben bewusst gesagt, dass wir hier auf diesem Gelände sozusagen drei Elemente haben. Das ist ein Ort der Repression, die hier organisiert worden ist. Deswegen haben wir das Stasi-Museum, was das Wirken der Staatssicherheit in der SED-Diktatur darstellt. Das ist aber ein Ort der Revolution. Das heißt, wir haben hier auch eine Ausstellung zur Revolution im Mauerfall, um auch deutlich zu machen, dass hier auch an diesem Ort dazu beigetragen worden ist, dass Diktatur überwunden wurde und dass die Hinterlassenschaft gesichert worden sind. Das heißt, die Akten sind auch eine Trophäe der Revolution, denn erstmalig in der Welt wurden die Unterlagen einer Geheimpolizei gesichert und dann für die Gesellschaft geöffnet. Und deswegen ist dieser Ort auch ein Ort der Aufklärung. Und in dem Sinne sind wir da auch neue Wege gegangen, dass wir diese Akten nicht nur dazu da haben, da reinzuschauen, sondern dass wir auch damit öffentlich arbeiten. Und das hat sich einfach auch so ergeben, weil natürlich die Menschen dieses Monument, dieses Überwachungsstaates auch mal sehen wollten. Wie riechen diese Akten? Wie sieht denn das aus? Und deswegen haben wir hier auch etwas aufgebaut, wo wir praktisch Einblick ins Geheime nehmen, eine Ausstellung zum Archiv und natürlich dann die authentischen Magazine, wo diese Akten sozusagen auch wahrgenommen werden können von den Besuchern. Also wir haben sowohl hier ein öffentliches Archiv, was aber nach wie vor doch sehr umfassend genutzt wird, sowohl von der persönlichen Akteneinsicht als auch von öffentlichen Stellen, als auch von Forschung und Medien. Ich denke, es ist genug Arbeit da. Und Sie haben jetzt die Behörde übernommen und da gab es ja schon einen bestimmten Arbeitsablauf und bestimmte Instrumente, die Sie nutzen können, um den Wissensschatz zu erschließen, der hier vorliegt. Wenn Sie jetzt im Jahr 2019 das Ganze nochmal neu starten könnten mit den Mitteln, die Ihnen im Jahr 2019 zur Verfügung stehen, würden Sie irgendwas anderes machen?
Ja, das ist natürlich eine gefährliche Diskussion, weil ich habe natürlich zwei Vorgänger, die hier eine tolle Arbeit geleistet haben. Der eine ist sogar Bundespräsident geworden, auch weil er sozusagen diese Institution aufgebaut hat, auch weil er wesentlich mit dazu beigetragen hat, dass wir mit dem Blick in die Vergangenheit dafür sorgen, dass wir doch ein Bewusstsein für die Werte der Demokratie entwickeln. Marianne Böttler hat sozusagen die Arbeit fortgesetzt dann über 10 Jahre und hat ja auch etwas geschaffen, was auch nochmal den Anspruch an Unterstützung der Bildung nochmal mehr in den Mittelpunkt gerückt hat. Ich würde sagen, es ist jetzt an der Zeit, wo man wirklich dann aufbauend auf dem, was da erreicht worden ist, steuert in eine Richtung, wo man wegkommt von dieser Generalaufarbeitungsbehörde, die sich da gebildet hatte, hin dafür, dass wir deutlich machen, DDR, das war nicht nur Stasi, sondern das war eine SED-Diktatur, wo es auch gilt, die Möglichkeiten zu schaffen, die verschiedenen Blickwinkel einzubeziehen. Auch natürlich anhand der Akten, aber wir dürfen uns nicht nur auf Stasi konzentrieren und deswegen bin ich dankbar, dass der Bundestag jetzt auch deutlich gesagt hat, dass die Rolle als Archiv stärker in den Mittelpunkt rückt und dass wir hier am historischen Ort auch die Akten sozusagen der DDR-Ministerien, auch die Akten der SED in einem Archivzentrum auch mit zur Verfügung stellen sollen. Jetzt haben wir das Wort Archiv mehrfach mit sehr viel Stolz auch gehört. Helene, du bist Strategin und Beraterin für Kultur, für Medien. Und was assoziierst du denn mit diesem Wort Archiv? Was kommt dir als erstes in den Sinn? Hallo, erstmal, ich freue mich sehr, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ich bin Beobachterin dieser Kultureinrichtungen mit Herz und Hand und hoffentlich auch Verstand. Und ich würde sagen, mein erstes Bild, wenn ich an Archive denke, das sind erstmal ganz lange dunkle Gänge. Das sind aber auch nette Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die einen durch diese Gänge führen und einem erklären, wo man was findet. Und ich denke vor allen Dingen auch an Anmeldeformulare. Mir ist bewusst, dass das jetzt nicht unbedingt das Bild ist von Archiven, wie sie tatsächlich von den Menschen, die dort arbeiten, sozusagen auch gelebt wird. Ja, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was für jedes Archiv zutrifft. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Da sind wir ja schon direkt bei den Defiziten. Gibt es denn etwas, was dich in deiner Arbeit in Archiven schon, was dich am meisten wurmt? Gut, also meine Perspektive auf die Archivarbeit ist vor allen Dingen eine gesellschaftliche. Also ich schaue mir die Arbeit dieser Einrichtungen an und schaue vor allen Dingen auch als Mitglied einer ehrenamtlichen Community, die sich um Netzpolitik kümmert, die sich diese Themen halt auch sozusagen aneignen und erschließen will. Ich glaube, es ist total wichtig zu verstehen, was bedeutet eigentlich Zugang heute? Also worüber sprechen wir eigentlich? Was wollen wir? Was ist in dem öffentlichen Auftrag der Archive eigentlich vorgesehen? Und das ist zum einen der Zugang und das andere die Relevanz und die Arbeit mit dem Erbe, mit dem Kulturerbe, mit den Akten, die dort vor allen Dingen auch liegen. Und der Frage, okay, wie nutzbar sind diese Dokumente dann eigentlich für die Gesellschaft? Und diese beiden Aspekte, Zugang und Nutzbarkeit, ich glaube, die müssen wir erweitert denken, ja, erweitert auf den digitalen Raum, erweitert auf die digitalen Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen. Das sind Technologien, aber eben nicht nur, das betrifft auch die Arbeitsweise der Archive. Und ja, wenn ich mir was wünschen würde und könnte, dann würde ich sagen, lass uns die Archive öffnen, lass uns sie digital öffnen, digital erschließen und lass sie uns näher an die Menschen bringen, und zwar nicht nur diejenigen, die tatsächlich betroffen sind, ja, also die genannt sind in den Dokumenten, in den Akten, sondern auch die sich dafür interessieren. Das ist sicherlich auch eine jüngere Generation, die wir da an die Inhalte und an die Arbeit der Archive ranführen müssen. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe. Ja. Herr Rabanus, wir haben jetzt hier zweimal großes Funkeln in den Augen gesehen, wenn das Wort Archiv gefallen ist. Ist das bei Ihnen auch so und sind Archive in der öffentlichen Diskussion wahrnehmbar?
Das ist eine gute Frage, ob die in der öffentlichen Diskussion wahrnehmbar sind. Ein bisschen kommt mir auch das Funkeln in den Augen, weil Archive ebenso wie Sammlungen, die wir ja auch in Archivgebäuden zum Teil haben, ja das Gedächtnis unserer Gesellschaft sind. Das ist der Sinn und Zweck von Erinnerungskultur, dass wir eben uns erinnern, dass wir dieses Gedächtnis lebendig halten, zugänglich halten. Das finde ich einen ganz wichtigen ganz wichtiges Stichwort, um daraus auch unsere eigene Identität abzuleiten und unseren Platz vielleicht auch als Gesellschaft in der Welt besser ableiten zu können. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, haben Archive ein vielleicht weniger spannendes Image, als sie tatsächlich sein sollten oder als sie auch ganz oft sind. Herr Grundel, Sie kommen ja jetzt nicht unbedingt auch aus der Archivecke, sondern Sie sind als Indie-Musikmanager erst gestartet, also erst als Mitglied einer Rockband, dann als Musikmanager und dann, dann ging es auch relativ bald in den Deutschen Bundestag und da als kulturpolitischer Sprecher für Ihre Fraktion. Haben Sie auch diese Begeisterung für Archive oder denken Sie sich, naja, Archive manchmal eine lahme Veranstaltung und da muss noch ein bisschen was passieren, bis das in der Öffentlichkeit auch richtig rockt? Sie haben meine Biografie gut umrissen. Allerdings, ich bin auch Kommunalpolitiker und natürlich gibt es in der Kleinstadt, in der ich Stadtrat bin, auch ein Stadtarchiv und in vielen Kommunen ringsherum gibt es Stadtarchive und die sind natürlich sehr wichtig aus all den Gründen, die jetzt Frau Hahn und Herr Jahn schon skizziert haben. Mir gefällt vor allem, dass Frau Hahn das als kulturelle Orte die Archive beschreibt und dass das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, einfach in Bezug auf die Erinnerungskultur NS, denke ich, ist es jedem einsichtig, die Zeitzeugen lassen uns allein mit unserer Geschichte, aber auch 30 Jahre jetzt friedliche Revolution ist die Aufgabe, glaube ich, dass man es einfach nicht abschiebt. Das, was man herkömmlich vielleicht unter Archiv ins Archiv hinabsteigen, dem, denke ich, müssen wir entgegenwirken. Und mit der Digitalisierung, das halte ich für sehr wichtig, aber ich halte es auch für genauso wichtig, an zentralen Orten das erlebbar zu machen, wie es halt hier in vorbildlicher Weise ist, nicht überall möglich, aber das sollte die Politik als Aufgabe annehmen, das so weit wie möglich erlebbar zu machen. Hier ist natürlich Wahnsinn, also wie Sie gesagt haben, die Akten zu riechen, das ist ganz, ganz was Entscheidendes. Jetzt haben wir hier nicht nur noch den Präsidenten des Landesarchivs Baden-Württemberg sitzen, sondern in Person auch noch den Bundesratsbeauftragten für digitale Bewahrung und Online-Zugänglichmachung oder Online-Zugänglichkeit kultureller Medien. Das ist ein Titel. Und wie verträgt sich das denn mit genau damit, dass man eben einen Orte eben auch besuchen muss und dass man eben auch Akten riechen, fühlen und den Ort auch ein Stück weit auf sich wirken lassen kann. Schafft man das eigentlich, den Geist eines Archivs digital zu bewahren und digital zu überführen? Ja, also es gehört immer beides dazu. Also wenn man heute eine Strategie entwickelt als Kultureinrichtung oder als Wissenschaftseinrichtung, was ja Archive sind, präsent zu sein, dann muss man immer neben der digitalen Strategie auch die ganz normale, in Anführungszeichen analoge Strategie mitdenken und erhalten, denn die Originale kann man im Grunde nie ersetzen, nur durch digitale. Wir haben natürlich einem gewissen Zeitpunkt, der kommt jetzt immer mehr, irgendwann nur noch eine digitale Überlieferung. Wenn man an die elektronische Akte denkt, dann hat die aber auch einen ganz anderen Charakter als genuin digitales Archivgut, während wir sonst natürlich in der Pflicht sind, mit der Digitalisierung eigentlich den Zugang zu den Originalen zu verbessern. Das ist im Grunde die Hauptaufgabe und Digitalisierung heißt ja nicht nur Bildchen ins Netz zu stellen, sondern vor allem auch, dass man die Bestände in der Erschließung voranbringt und in einer interdisziplinären und vernetzten Erschließung die Archive untereinander, aber auch die Archive in den Kontext anderer Kultureinrichtungen stellt, wie Bibliotheken, Museen, Mediatheken, um hier den Nutzern
oder den Besuchern oder ganz unterschiedlichen Zielgruppen hier die bestmöglichen Recherche- und Auswertungsmöglichkeiten zu bieten. Ich sage es jetzt mal so etwas trocken, und das ist die größte Herausforderung, die wir momentan haben, die auch, wenn man so will, von den personellen Ressourcen eigentlich die größte Herausforderung ist. Also das wissen die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die hier im Plenum sitzen, dass gerade diese Arbeit auch momentan nicht nur durch Machine Learning funktioniert, was ja immer mehr kommt, sondern dass man sehr viel intellektuelle, menschliche Arbeit reinstecken muss. Das ist auch bei Ihnen, Herrn Jahn, auch trotz automatischer Schnipselzusammenfügung immer noch der Mensch unersetzlich. Und das ist die Hauptaufgabe, und da besteht ein ungeheures Defizit noch in allen Archiven, wenn man an die Erschließung denkt, die im Grunde die Voraussetzung ist nachher für eine umfassende Recherche. Und die Digitalisierung, die ja immer mehr on demand dann betrieben wird, ist im Grunde nicht das Hauptthema. Also Digitalisierung meine ich jetzt die Faksimilierung der Originale in Form von Images oder von Transkriptionen. Volltexte ist ja heute auch schon das Thema. Da habe ich gleich noch eine Frage an den Jahn, aber vorher hat Frau Hahn einen Einwurf. Ich würde gerne noch mal ergänzen, weil es wird so häufig darüber gesprochen, ja, die Archive und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die vor allen Dingen sozusagen eine primäre Zielgruppe sind für die Archivarbeit, beziehungsweise man vernetzt sich dann letztendlich unter sich, ja, also man bleibt gerne auch in diesem Kulturerbebereich, vielleicht sind es noch die Museen, vielleicht sind es noch die Bibliotheken, die dazukommen, mit denen man sich austauscht, das ist alles toll. Ich würde gerne sehen, dass die Archive auch aktiv in den Dialog treten mit der Gesellschaft, also mit ganz normalen Menschen, die sich für die Arbeit interessieren, die sich für die Inhalte interessieren. Und ich glaube, das ist einfach auch eine unglaublich wichtige Zielgruppe. Und ja, wenn wir über die Öffnung der Archive sprechen und die Arbeit und auch Relevanz der Archive sprechen, dann glaube ich, ist es total fundamental, dass wir uns nicht auf die, ich sage jetzt mal, alten Zielgruppen in Anführungsstrichen ausschließlich fokussieren. Nur als Ergänzung. Ja. Also Öffnung heißt in dem Fall auch die Gebäude, die Häuser öffnen, nicht nur digitale Angebote für jedermann bereitstellen, was wir ja im Archivbereich auch machen. Wir machen ja auch niederschwelligere Angebote. Wenn ich in meinem Bundesland unser Landeskunde entdecken online, Leo BW, betrachte, dann ist das nicht für den Wissenschaftler in erster Linie konzipiert, sondern wichtig ist aber auch, dass wir unsere Gebäude, so wie Sie jetzt hier auch den musealen Charakter, die Öffnung betreiben, dass wir hier auch von den Museen lernen, sage ich jetzt mal, dieser sogenannte Vermittlungsauftrag, der natürlich auch wieder ressourcenintensiv ist, und das ist immer die Diskussion in unserer Community, können wir alles machen, die Verwaltung bedienen, die Kultur, die Wissenschaft, aber wir müssen das, und das heißt im Grunde auch die Häuser durch niederschwellige Angebote attraktiv zu machen, durch, und da haben wir natürlich sehr schöne Möglichkeiten heute durch Installationen, die das Digitale und Analoge miteinander verbinden. Da gibt es wirklich sehr schöne Dinge, die allerdings auch sehr viel Geld kosten. Wenn ich jetzt an meine eigenen Häuser in Baden-Württemberg denke, da planen wir auch schon solche Dinge, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, momentan habe ich noch niemanden gefunden, der das finanziert. Also das die Museen haben viel mehr Sponsoren, sie brauchen für solche Dinge Sponsoren, aber es gibt da sehr schöne mögliche Dinge mit Virtual Reality oder auch Mixed Reality und auch Dinge, wo sie so das Digitale verstecken können und eigentlich über den analogen Zugang irgendwann automatisch im Digitalen landen. Ich kann das jetzt in der Kürze der Zeit nicht näher ausführen, das aber machen diese wir aber gleich ganzen noch. Dinge, die werden, dafür müssen wir auch die entsprechenden Ressourcen haben. Und je kleiner so ein Archiv ist, Sie haben die Stadtarchive angesprochen, die ja eine wichtige Grundlage unserer Archivlandschaft darstellen, komplementär zu allen anderen Archiven. Da bin ich sehr skeptisch, wer denen das Geld gibt. Und jetzt haben wir gerade schon die ganzen Aufgaben gehört, die Sie ja auch hier auch vor Ort haben. Und jetzt kommt noch das Stichwort Digitalisierung dazu. Denken Sie sich, also ist das etwas, wo Sie sagen, oh Gott, auch das noch? Oder kommt da auch wieder das Leuchten in den Augen und Sie haben direkt ein konkretes Projekt vor Augen? Nee, ich denke, was Herr Mayer gesagt hat, ist genau zutreffend. Gerade die Verbindung des historischen Gegenstandes, des historischen Ortes mit dem Digitalen, das ist die große Chance. Und da ist eine Wechselbeziehung auch. Und wir haben da auch durchaus als
als Vorreiter etwas auf den Weg gebracht. Die Stasi-Mediathek ist ein Beispiel dafür, mit einer semantischen Suche sozusagen da niederschwellige Angebote zu machen, wo wirklich auch Menschen sich für Archive interessieren, die früher gesagt haben, das ist nicht mein Ding. Plötzlich ist dann ein großes Interesse da. Man will auch die Orte sehen und dann auch nochmal vertiefen. Und wir haben ja auch Angebote, gerade was Archivpädagogik betrifft, die sehr grundsätzlicher Art sind. Da geht es nicht nur um Stasi, sondern da geht es darum, um Medienkunde. Da geht es darum, zu lernen, wie geht man mit Quellen um oder wie geht man mit Informationen um. Ja, also sprich, wer hat was mit welchem Ziel aufgeschrieben. Das sind Fragestellungen, die jeder sich stellen muss, wenn er heute ins Internet guckt. Wer hat was mit welchem Ziel aufgeschrieben? Wie kann ich diese Quelle bewerten? Wie kann ich diese Information bewerten? Und dieses Handwerk in den Archiven zu lernen, das ist eine große, große Chance. Herr Rabanus, Wolfgang Thierse hat 2007 mal gesagt, Kultur oder Politik muss zuständig sein für Zugänglichkeit öffentlicher Güter. Das gilt insbesondere auch für Kultur, weil der Zugang zu Kultur eine Grundvoraussetzung ist für ein freies und selbstbestimmtes Leben in unserer Gesellschaft. Ist Kultur ein öffentliches Gut? Ja, selbstverständlich. Also ich kenne jetzt dieses Zitat von Wolfgang Thierse nicht, aber er hat ja vollkommen recht. Natürlich ist Kultur wichtig, ist ein öffentliches Gut und muss zugänglich sein auf den unterschiedlichen Ebenen. Das gilt für die Archive mehr und mehr. Museen, dass die öffentlich zugänglich sind, daran haben wir uns schon reichlich gewöhnt. Das ist auch gut so, dass Museumsbestände inzwischen auch über die Digitalisierung beispielsweise zugänglich gemacht werden. Große Bestände, die sonst in irgendwelchen Archiven lagern oder wie auch immer, lagern und jetzt eben über die neuen Möglichkeiten digitaler Technik für Wissenschaft auf der einen Seite, ja, aber vor allen Dingen auch für jedermann digital zugänglich sind. Das ist total wichtig und Kultur ist, das klingt abgedroschen, aber es ist so, das ist nun mal auch der Kitt der Gesellschaft. Es ist die Erinnerung an das, wo wir herkommen und auch ein bisschen Fingerzeig dahin, wo wir hinwollen. Also unbedingt. Ich finde, Wolfgang Thierse hat recht. Was müssen aus Ihrer Sicht vielleicht auch, was muss Archiven auch an die Hand gegeben werden? Das werden wir vielleicht auch an die eine oder andere Frage aus dem Publikum denn dazu auch noch bekommen, um die ganzen Aufgaben, die jetzt hier ausgeführt wurden, um diese Ansprüche auch ein Stück weit erfüllen zu können. Wo fehlt es manchmal? Ich könnte es mir jetzt leicht machen. Im Bund bin ich ja Vertreter der Opposition und was durchkommt, auch was Herr Mayer gesagt hat, was Frau Hahn angedeutet hat, was ich von Herrn Jahn weiß, natürlich die finanzielle Ausstattung. Also das ist ganz entscheidend. Das ist aus einem Grund für mich auch entscheidend, weil ich mich nicht so sehr damit abfinden kann, wenn man das Wort Sponsoren hört, weil es geht ja immer auch um Deutungshoheit, auch in den Archiven, um die Deutungshoheit. Und ich will Ihnen ein Beispiel sagen, ich bin zurzeit mit einem Archiv sehr beschäftigt politisch, das ist das Archiv des Haus Hohenzollern. Und zwar, weil man, ich sag mal so, wenn ich eine Bundestagsrede vor 2 Wochen gehalten habe, dann geht die an meine Büroleiterin und dann ruft die mich an und sagt, Justiziar sagt, kannst du so halten, ist okay. Also das Hohenzollern-Archiv ist offen, aber die Historiker, die sich damit beschäftigen, sagen, es ist nichts drinnen. Also es ist als Archiv, man muss darauf, man muss ganz vorsichtig sein, unter Strafandrohung darf man nicht sagen, das Archiv ist zu, aber das ist für mich ein Beispiel dafür, dass man auch mit den Inhalten ganz, ganz genau umgehen muss, dass das ganz entscheidend sein wird. Und dazu braucht es natürlich, wie ich vorher gesagt habe, genügend finanzielle Mittel. Und es ist ja ganz oft so in der Politik, wer nicht laut ist, wird nicht gehört. Und dann mal die Frage an die beiden Flanken, an die Politik an der Stelle. Müssen Archive insgesamt politischer werden, politisch aktiver werden, sich mehr Gehör verschaffen in der Stelle auch? Ich kann es nur dringend empfehlen. Das ist ganz grundsätzlich so, dass wenn Sie in der Politik oder gesellschaftspolitisch oder in welchem Zusammenhang auch immer etwas erreichen möchten, dann müssen Sie natürlich kommunikationsfähig sein. Wenn Herr Jahn weiß, wie das geht. Weil da ist in der Tat, ja, das ist so. Es ist halt ganz maßgeblich auch sein Verdienst, dass der Bundestag auch das, was eben in
Kommissionen von Fachleuten entwickelt worden sind, auch nachvollzogen hat. Das ist natürlich auch klar, dass diese Umstrukturierung mit finanziellen Mitteln unterlegt werden muss, wenn wir über die Frage der Außenstellen noch mal reden, die Ertüchtigung der Archivbereiche, wenn wir darüber reden, wie wir auch die Frage der Forschung weiterentwickeln. Also all das wird was mit Mitteln zu tun haben. Und wenn andere Akteure aus diesem Feld entsprechend auch lobbyieren und deutlich machen, wie wichtig das ist, dass sich etwas tut. Schiller-Archiv Marbach wird uns in nächster Zeit intensiver beschäftigen. Da haben wir massiven Raumnot. Ich selbst bin noch Verwaltungsratsmitglied der Deutschen Nationalbibliothek. Wir brauchen in Leipzig eine Erweiterung der DNB. Auch das wird mit ein paar Euro zu unterlegen sein. Also ich kann jedem nur empfehlen, nicht nur Gutes zu tun, sondern auch darüber zu reden und einzufordern, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Ich würde gerne ergänzen, weil ich höre das tatsächlich sehr, sehr oft, dieses Argument, naja, hätten wir doch mehr Geld, dann würden wir alles machen und dann würden wir so viel besser sein. Und ja, total, also definitiv, ich bin da ganz bei Ihnen, es braucht mehr finanzielle Unterstützung im Bereich der Archive. Aber ich finde, es ist vielleicht auch nicht der einzige Punkt, der da notwendig ist, weil letztendlich, wir sprechen hier über digitale Transformation, ja, das betrifft die ganzen... Das betrifft das Personal, das betrifft das Know-how, das betrifft die Technologien, das betrifft Daten, Forschung, also Strukturen. Das ist so viel mehr als einfach nur, wir brauchen mehr Geld. Und ich glaube, darüber müssen wir eben auch sprechen. Wir brauchen auch den politischen Willen und wir brauchen Institutionen, die sich auch den Potenzialen bewusst sind, die da entstehen können mit der digitalen Transformation. Und letztendlich muss man diese Menschen, glaube ich, auch ein Stück weit begleiten. Das bedeutet, und da spreche ich jetzt aus unserer Arbeit unter anderem bei Coding Da Vinci, wo wir gesehen haben, und auch Wikimedia, wo wir gesehen haben, dass man sozusagen in den Einrichtungen und vielleicht sogar auch außerhalb, ja, Räume schaffen muss, wo Experimente möglich gemacht werden. Wo jetzt muss man ich mal ganz kurz in den Raum fragen, weil ich nicht weiß, ob es auf der Konferenz schon mal gefallen ist. Wer von Ihnen weiß nicht, was Coding Da Vinci ist? Und wunderbar. Ich habe umsonst unterbrochen. Super. Genau, aber ich glaube, diese Räume sind extrem wichtig, weil es geht eben nicht mehr einfach nur darum, okay, wir brauchen hier eine shiny Technologie und die wird alle unsere Probleme intern lösen. Ich glaube, das ist nicht der Weg, den man gehen sollte. Ich glaube, man sollte die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schulen, sie sensibel machen für diese Potenziale und ihnen vor allen Dingen auch die Möglichkeit geben, Dinge auszuprobieren und dann letztendlich auch scheitern zu können. Also zu sagen, wir haben es ausprobiert, dieses Vermittlungskonzept, das ist jetzt neu, das ist jetzt digital, aber es funktioniert für uns nicht und damit ist auch gut. Und das soll auch politisch gut sein und das soll auch von den Förderern gut sein, dann solche Fälle. Und ich sehe in der Praxis immer wieder, das ist nicht der Fall. Und ja, und da müssen wir eben auch ran, unabhängig von den finanziellen Fragen, die sehr dringend sind. Dann folgen wir doch mal dem Impuls von Frau Hahn und gehen weg von der Gelddiskussion und hin zu den Möglichkeiten, doch gleich hin zu Ihren Fragen, wo ich gern sofort als nächstes öffnen würde. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, auch dass eben auch im Vorgespräch kurz, dass eben manchmal auf Bundesebene noch ein bisschen mehr Mittel vorhanden sind als auf Landesebene, dass die Landesarchive sich da auch stark vernetzen, um eben Synergien zu schaffen, um zu schauen, wo kann man zusammen gut arbeiten, welche Strukturen, welche Mittel, welche Methoden stehen denn jetzt schon zur Verfügung für auch kleine Archive, die überregional nutzbar sind, die bei diesen Vorhaben, die wir hier skizziert haben, bei der Zugänglichmachung, bei der Katalogisierung, bei der Erschließung, die da jeder kleinen Institution auch ein Stück weit helfen und unter die Arme greifen. Ja, also eines der wesentlichen Errungenschaften der letzten Zeit für die Archivwelt, nicht nur für die Kollegen, die Archive selber, sondern auch für die Nutzung, ist das Archivportal Deutschland im Rahmen der Deutschen Digitalen Bibliothek. Das ist jetzt nicht nur ein Zugangsportal, sondern hinter dem Archivportal, genauso wie hinter der ganzen Deutschen Digitalen Bibliothek, steckt ein ganzes Netzwerk bis hin zu sehr intensiven Bemühungen auch der Standardisierung. Wir haben es, denke ich, in der Community erst
erstmalig auch geschafft, für den deutschsprachigen Raum hier auch ein Austauschformat mit EID, DDB, wie man es so schön nennt, zu schaffen, wo man auch parallel jetzt weiter Werkzeuge entwickelt und auch die Softwarehersteller, die kommerziellen Softwarehersteller mit ins Boot geholt hat, sodass hier möglichst alle mitmachen können. Das ist im Grunde so eine Grundvoraussetzung, die natürlich die Voraussetzung ist, um nachher die Nutzung des Archivguts wieder zu verbessern, und zwar die Nutzung aller Archive. Und hier sind wirklich alle eingeladen und auch alle intensiv beteiligt, also Bund und Länder. Das ist jetzt keine Sache, wo irgendwo ein Archiv vorne dran ist, sondern es ist natürlich gerade wichtig, auch die kleineren Archive, die oft gerade auch was die personelle und auch die technische Ausstattung hier nicht so üppig dastehen, hier mit ins Boot holen. Und wir werden hier im Rahmen der Deutschen Digitalen Bibliothek, wo ja das Archivportal angesiedelt ist, in nächster Zeit auch weitere Hilfestellungen geben im Kompetenznetzwerk. Also wir haben gelernt, die einen wollen irgendwie Inhalte geben und zugänglich machen, die anderen wollen ran an die Archive, genau. Aus Forschung, aus Bildung, aus Wissenschaft, aus Kunst und Kultur, und irgendwie finden wir doch bestimmt einen Weg, da zusammenzufinden, trotz aller Widrigkeiten und manchmal auch Berge und Säcke voll Archivmaterial, das man erstmal entsprechend erschließen muss. Jetzt aber, wenn es von Ihnen direkt Fragen gibt, dann haben wir hier auch jemanden, der mit dem Mikrofon direkt zu Ihnen kommt. Sagen Sie gerne kurz Ihren Namen, vielleicht auch die Institution, die Sie vertreten, und dann und stehen Sie gerne auf, damit die anderen Teilnehmer Sie sehen können. Einfach nur Thomas Stein, Rentner, keine Institution. Ich wollte einfach nur mal sagen, offenes Archiv, was ist das für mich als 62 Jahre alter Mann? Also hier in diesem Haus, nicht in diesem Feldherrnhügel hier, wo die Offiziere speisten, sondern da drüben gab es Archive. Und da kamen die einfachen Leute nicht ran, die Stasi-Offiziere schon, sofern sie Zugang hatten. Was für mich ein offenes Archiv. Also wissen Sie, ich habe da so ein Smartphone, ich kann nicht besonders gut mit umgehen, aber ein offenes Archiv ist für mich, wenn ich dort eingeben kann, meine Akte als Beispiel, und dann gebe ich ein meinen Personalausweis, weil ich muss ja berechtigt sein, den schicke ich Ihnen dann zu, und dann habe ich meine Akte. Das ist für mich ein offenes Archiv. Funktioniert natürlich so nicht. Wie kommen die einfachen Leute, ich weiß nicht, Sie zucken schon, Herr Jahn. Was ist für mich ein offenes Archiv? Wenn die ganzen Unterlagen später ans Bundesarchiv überführt werden, dann nicht einen Antrag stellen und vielleicht jahrelang warten, um dann die 2, 3 geschwärzten Seiten zu bekommen, die ich nämlich im Bundesarchiv, da hatten wir schon mal einen kleinen Disput, im Bundesarchiv kriegt man sie nämlich, bei Ihnen kriegt man sie nicht. Bei Bundesarchiv lässt sich lediglich ein Wisch unterschreiben, wo drin steht, machen Sie keinen Unsinn damit, ansonsten haften Sie, und dann kriegt man alles. Das ist für mich ein offenes Archiv, dass der einfach Betroffene, der an seine Akte will, daran kann. Natürlich auch der Nachweis, der Historiker oder der einen Beitrag machen will, dass der auch nachweisen daran kommt. Und davon, glaube ich, sind wir meilenweit entfernt. Ich würde nicht sagen, dass wir meilenweit entfernt sind, weil das jetzt schon möglich ist. Also, wer einen neuen Personalausweis hat, der elektronisch lesbar ist, mit diesem Personalausweis kann man sozusagen seinen Antrag digital stellen. So, und man bekommt auch sozusagen dann, wenn man möchte, es digital zugeschickt. Also, das ist das offene Archiv. So, dass das ein bisschen noch seine Zeit dauert, das hat damit zu tun, dass wir sozusagen immer noch mehr Anträge haben, als wir Kapazitäten haben, um das zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Schlange derer, die sagen, warten, um ihren persönlichen Akteneinsichtsantrag bearbeitet zu bekommen, die ist noch so, dass es noch über ein Jahr dauert. Ne? So. Aber und die digital das Stellen sind auch halt mit drin in der Schlange. So, das verkürzt das noch nicht. Aber natürlich, je mehr digital stellen, umso weniger sind bestimmte Arbeitsprozesse noch aufwendig, und auch da wird es schneller gehen. So, nehmen wir mal an, in ein paar Jahren werden auch Antragszahlen zurückgehen. Momentan haben wir immer noch persönliche Akteneinsicht über 4.000 im Monat, die einen Antrag stellen, aber auch da geht das Schritt für Schritt nach vorne. Stichwort Bundesarchiv kann ich nur sagen, wir
bündeln ja ganz bewusst die Kräfte mit dem Bundesarchiv, um wirklich hier die Kompetenz und die Ressourcen von beiden Häusern zu nutzen. Wir werden Teil des Gedächtnisses der Nation. Das ist die Botschaft. Und wir streben natürlich an, dass dann auch das Antragsverfahren in Zukunft einfacher wird. Das heißt, wenn ich als jemand, der in der DDR in Haft saß, einen Antrag stelle, dann kann ich das mit einem Antrag stellen und dann bekomme ich das, was im Stasi-Unterlagenarchiv, das, was das Ministerium für Staatssicherheit angelegt hat, an Informationen bereitgestellt. Ich bekomme aber gleichzeitig dann das, was im DDR-Innenministerium gelagert ist, weil sozusagen die Strafvollzugseinrichtungen der DDR dem Innenministerium zugeordnet worden sind. Und vielleicht bekomme ich noch etwas, was in den SED-Akten ist, weil die SED auch noch sozusagen personenbezogene Daten damit angelegt hat. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, mit einem Antrag aus drei Archivbeständen Informationen geliefert zu bekommen. Dass natürlich Datenschutz gewährleistet werden muss, dass es immer noch aufwendig ist, wenn in diesen Unterlagen Namen sind von Dritten, die geschützt werden müssen, das ist eine Selbstverständlichkeit, weil auch ihr Name geschützt werden muss, wenn er in anderen Akten steht. Aber das ist etwas, was im Bundesarchiv oder bei uns oder in anderen Archiven ganz genauso ist. Persönlichkeitsrechte müssen geschützt werden. Das macht immer einen großen Aufwand, aber das ist sozusagen die Stärke unserer Gesellschaft. Transparenz des staatlichen Handelns und Datenschutz, wenn es um die Bürger geht. Herr Mayer, sind Sie manchmal froh, dass Sie die Probleme, die Herr Jahn hat, nicht unbedingt immer teilen müssen? Ja, die Probleme haben wir genauso. Also da unterscheiden wir uns nicht vom Herrn Jahn. Also er hat es jetzt gerade sehr schön gesagt. Das Archivrecht, das ja etwas sperrig klingt, ist ja ein besonderes Datenschutzrecht. Und Datenschutz ist in unserer Gesellschaft ein sehr hohes Gut. Und je mehr die Digitalisierung voranschreitet und je wichtiger wird das Ganze. Und da muss auch das Archivrecht dann greifen. Und es ist natürlich ganz klar, dass das einen enormen Aufwand verursacht. Gerade bei zeitgeschichtlichen Archivalien, wo die sogenannten Sperrfristen noch nicht abgelaufen sind, hier die genauen Dinge dann freizugeben für die betroffenen Personen, aber auch die Personen zu schützen, die in dem Fall auch betroffen sind. Das ist im Grunde die große Herausforderung, warum man auch momentan immer noch nicht alles einfach frei ins Netz stellen kann. Also neben dem Urheberrecht, das Thema, das Fass will ich jetzt nicht so ganz aufmachen, das ist das zweite große rechtliche Problem für die Archive, ist das Archivrecht natürlich eine Begrenzung und auch ein Ressourcenfresser, sage ich jetzt mal, der die Nutzung natürlich erschwert. Aber auch wenn wir hier nicht ordentlich arbeiten, dann würden wir unsere Arbeit überhaupt nicht gut machen. Weil das, denke ich, wäre das Schlimmste, wenn man hier irgendwelche Versäumnisse hat, dann würde man auch die Archivgesetze irgendwo abschaffen. Also das ist eine große Errungenschaft, wenn ich an unser baden-württembergisches Archivgesetz denke, mit dem sogenannten Löschungssurrogat, dass die Archive hier sehr verantwortlich mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen umgehen dürfen, aber dann auch müssen und das Privileg haben, an Informationen zu kommen, wo man sonst datenschutzrechtlich Grenzen hat. Und dann muss man aber auch sehr verantwortungsvoll mit diesem Archivrecht umgehen. Frau Hahn hatte, glaube ich, noch eine Anmerkung direkt. Ansonsten, wenn es von Ihnen Fragen gibt, jederzeit gern. Sonst würde ich auch ein bisschen in die angesprochene Urheberrechtsthematik reingehen. Halten Sie mich bitte auf. Bitte sehr. Ich wollte nur ganz kurz nochmal, weil wir sozusagen als Community, als Verein, Wikimedia, wir arbeiten ja eben sehr explizit zu dem freien, frei verfügbaren, frei nutzbaren Wissen. Und für uns ist die Öffnung eben ein Mittel. Also es ist sozusagen ein Werkzeug für die Zugänglichkeit, für die Nutzbarkeit. Das bedeutet natürlich nicht, das wollte ich nur noch mal unterstreichen, das bedeutet nicht, dass wir sagen, Öffnung um jeden Preis. Ich beschäftige mich mit internationalem Menschenrecht und staatlichem Handeln und ich verstehe diese Problematik sehr. Ja? Und ich glaube auch, da ist das Recht etwas, wo wir noch mal schrauben sollten. Ja? Aber nicht am Datenschutz natürlich. Jetzt würde mich, bitte sehr, vorne in der zweiten Reihe,
Können wir schon mal mit der Begrüßung anfangen. Jens Best, der Name. Hallo Jens Best, bevor wir in die Urheberrechtsdebatte stürzen, dann werfe ich mich doch nochmal dazwischen von dieses leidige Thema, weil ich glaube, es geht auch, ich war jetzt die Tage auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung und da ist dann dieses Gaia-X-Projekt gestartet worden, was ja auch irgendwie sowas ist, ein bisschen die Dezentralität, also wir machen es nicht wie die Amis und erst recht nicht wie die Chinesen, sondern wir machen das schön, so eine Mischung zwischen dezentral und zentral und wir bringen alle mit der Bildung, wir machen alle ganz schlau und dann weiß jeder endlich, was er mit dem Internet eigentlich machen soll. Und das ist jetzt so die ähnliche Fassung, wie ich sie dann hier höre, nur aus der Kulturseite. Was mir aber komplett abgeht, ist, dann kommt da wieder Datenschutz, wieder Urheberrecht und dann haben wir jetzt zum Schluss wieder geklärt, warum es halt nicht funktioniert, ist halt schwierig. Und das ist für mich dieses paradigmatische Problem, vor dem wir eigentlich schon seit 10 Jahren stehen. Armin Nasee, bekannter Soziologe, hat gerade ein spannendes Buch geschrieben zur Digitalisierung. Wir gehen von der Frage weg. Doch, wir kommen noch zur Frage. Aha. Also es geht um die Welterkennung. Und wir hatten heute Mittag die Diskussion, mit mehr Daten die Welt besser verstehen, aber sowohl auch der einzelne Bürger, der heutzutage nicht genau weiß, wie er denn mit den Daten mehr verstehen soll, ist eigentlich mehr überfordert mit diesen vielen Daten. Was sei denn, er geht in die Wikipedia und bekommt es einigermaßen sortiert. Aber wir sehen ja auch den Versuch, Stadtarchive mitzunehmen, also wirklich das Dezentrale irgendwie verfügbar zu machen für alle, um aus allem zusammen irgendwie mehr zu erfahren. Mir fehlt aber von der Politik hier irgendwie ein neues Paradigma, was sagt, mehr Daten und aber auch den Bürger befähigen. Und dafür fehlt mir immer mir fehlt der Schwung in der Diskussion. Immer dieses so, ja, das wäre alles ganz schön und haben wir ein Leuchtturmprojekt, Coding Da Vinci ist super, aber es ist halt nur ein Projekt und es bleibt dann dabei. Wo sind die Folgeprojekte? Wo werden Schulen mit Archiven verbunden? Also wo sind die Ideen, die aus diesem, was wir alle wissen, was toll ist, endlich das gesellschaftliche neue Paradigma machen, was auch die Kultur genauso fördert wie die Wirtschaft? Wobei ich hoffe, dass heute hier niemand von der Treppe runterfällt, wenn er runtergeht. Aber das ist für mich nochmal die Frage, warum geben wir bei Wirtschaft so viel Gas, oder versuchen es zumindest, und warum müssen wir bei Kultur um 1000 Euro kämpfen, damit jetzt die Landeszentralen zusammenwachsen und das einzelne Stadtarchiv auch was machen kann. Mir fehlt da einfach der Spirit. Also, Herr Rabanus hat es gesagt, hörbar werden, aber wie? Wir müssen langsam mal einen Plan haben. Ideen dafür gerne vom Podium, Fragezeichen. Ja, gerne mehr Spirit oder die Wichtigkeit immer weiter nach vorne drücken. Ich glaube, dass was ich vorher meinte mit die Deutungshoheit steht ja wahrscheinlich in der näheren Zukunft immer mehr im Fokus. Wer sagt, was war wirklich so, wie es in den, also wer deutet, was in den Archiven steht. Ich glaube, dass es schon problematisch ist, mit dem Wording offene Archive rauszugehen, wenn man nachher dann wieder ein Stück zurückrudern muss, weil es ein Ritt auf der Rasierklinge ist. Das wird es immer bleiben, wenn wir uns als Rechtsstaat mit Datenschutz und so weiter verstehen. Da plädiere ich dafür, dass man sich das vorher ganz genau überlegt, was man auch erfüllen kann, weil nichts ist schlimmer, als wenn ich Erwartungen wecke und dann die Erwartungen nicht erfüllen kann. Dann geht nämlich der Spirit ganz schnell nach unten. Also man kann und sollte immer noch mehr Spirit haben, okay. Ich habe aber selber immer wieder das Gefühl, dass viele Leute überhaupt nicht wissen, was alles schon passiert. Also wer weiß denn eigentlich, was die DNB so macht? Sie haben das angesprochen mit dem Archivportal. Wer weiß denn, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, die jetzt schon? Ja, ich will mich darauf nicht ausruhen, aber ich würde sagen, mal als erstes müssen wir darüber reden, was es alles gibt und was es alles Gutes gibt. Das zweite ist, ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt als Bundestagsabgeordneter oder vielleicht auch als Landtagsabgeordneter würde ich mich genauso schwer tun, jetzt irgendwie erklären zu sollen, was genau Archive unterschiedlicher Ebenen und Struktur und Bildungseinrichtungen jetzt zu machen haben, damit da richtig Wumms bei rauskommt. So, also ich tue mich da einfach ein bisschen schwer, weil mein Job als Bundestagsabgeordneter, als Kulturpolitiker, glaube ich, ein bisschen noch ein anderer ist. Deswegen finde ich eigentlich so Austauschsituationen besser und ich finde es besser, wenn aus den Communities auch dann stärker nochmal Impulse kommen. Ich will den schwarzen Peter nicht rüberschieben, aber ich glaube, dass man dann andere Kommunikationskultur und eine andere Idee davon entwickeln muss, wie man eigentlich das, was es gibt und das, was man
anstrebt, auch tatsächlich erreicht. Auch unter Hinweis auf das, was Erhard Grundl völlig zu Recht gesagt hat. Das Letzte, was ich dazu noch sagen will, ich glaube, wir müssen uns da gar nicht so schwer tun. Also ich finde das nicht erklärungsbedürftig, dass es Persönlichkeitsrechte im Archivbereich gibt. Ich weiß auch nicht, ob ich da zurückrudern muss, wenn ich sage, ich will aber eine offene Archivkultur. Das ist doch sozusagen unmittelbar klar, dass das die Persönlichkeitsrechte dritter Betroffener schützen muss. Also da würde ich auch, da wäre ich nicht so vorsichtig, sondern da wäre ich durchaus in der Debatte auch offensiver. Jetzt Frau Hahn. Ich würde nur noch mal ergänzen, genau, weil es ist ja dann doch eine sehr provokative Frage auch, die du gestellt hast. Ich habe da eine etwas andere Perspektive drauf. Ich muss sagen, und vielleicht ist es auch nochmal der Punkt, den ich vorher gemacht habe, dass man sehr viel in dem eigenen Bereich diskutiert und sich zeigt, was man denn alles schon gemacht hat. Und wenn ich da zum Beispiel an Baden-Württemberg denke, da passiert im Bereich Citizen Science sehr viel, also der gemeinschaftlichen Erschließung von Sammlungsbeständen mit Menschen, ja, die kennt man dann nicht unbedingt, die tragen dann digital bei. Im Bereich der offenen Daten passiert auch schon einiges. Also es ist nicht so, dass da jetzt nur altbackene Formate da sind. Es ist total klar, dass diese Sachen gefördert werden müssen. Und ich glaube, ein Teil des Problems ist letztendlich auch, mit wem man kommuniziert, ja, also als Archiv. Und mit wem man dann letztendlich auch zusammenarbeitet, um halt dann wiederum eben neue Gesellschaftsbereiche vielleicht zu erschließen. Und weil du auch nochmal gesagt hattest, okay, man öffnet sozusagen die Daten und was dann? Ich glaube, unsere Erwartung darf nicht sein, naja, wir öffnen die Archive und dann wird ganz, ganz Tolles daraus rauskommen. So funktioniert das halt nicht. Man braucht halt, nein, das funktioniert so nicht, man braucht Vermittler. Also man braucht Vermittler und Vermittlerinnen aus verschiedenen Bereichen. Man braucht die Wissenschaftlerinnen, man braucht die Zivilgesellschaft, man braucht die Journalisten und Journalistinnen, die diese Inhalte auch nochmal anders, also sozusagen aufarbeiten und kommunizieren. Und das sind vielfältige Aufgaben. Und ich bin mir, also klar, natürlich muss es von den Archiven ausgehen, aber ich glaube, da sind noch andere Teile der Gesellschaft mit beteiligt, wenn es um die Vermittlung dieser digitalen Bestände und auch der Daten und so weiter geht. Aber da ist ja der Ansatz, viele in der Gesellschaft wissen eigentlich nicht, was für Schätze in den Archiven liegen. Genau. Und wir haben wirklich mit unserem Schaufenster der Stasi-Mediathek festgestellt, dass andere dann plötzlich zugreifen. Das wird natürlich noch mit Social Media begleitet. Wir haben jeden Tag auf Twitter unser Dokument des Tages und sonst wie. Das heißt, wir merken plötzlich, dann stellt jemand bei uns Akteneinsichtsantrag, weil er eine Geschichte machen will über die Internierungslager in der DDR. Das heißt, wir haben diese Geschichte in der Stasi-Mediathek präsentiert und plötzlich greifen Leute drauf zurück und wollen mehr. Na, dieses Schaufenster ins Archiv, das zu verstärken, ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. So, zweitens die Frage auch der Edition. Edition sozusagen als ein Angebot, als ein Leitsystem sozusagen, um dieses Archiv lesbar zu machen. Das ist ja oft so, dass, sagen wir mal, in dem ganzen Volumen dessen, was an Informationen im Archiv ist, es immer schwieriger wird, sich zurechtzufinden. So, und da ist natürlich auch Digitalisierung eine große Chance, das noch besser anbieten zu können und nicht nur wie früher sozusagen irgendwo einen gedruckten Band einer Edition zu haben. Und all das zusammen kann natürlich einiges ergeben, aber das ist kein Selbstlauf. So, und ich denke, dass das ist ja das, was bei uns das Umsteuern auch betraf. Eine Zeit lang dachte man, da ist die Stasi-Unterlagenbehörde und die machen das da. So, und ich sage, nein, wir sind das Archiv, was die Akten bereitstellt, damit wir einen breiten gesellschaftlichen Diskurs haben und keiner sozusagen die Deutungshoheit über die Akten hat, sondern die Vielfalt der Blickwinkel in die Akten dann auch einen gesellschaftlichen Streit entstehen lässt.
Herr Professor Meyer. Ja, also Herr Jan hat gerade einen sehr wichtigen Satz gesagt, die Deutungshoheit über die Akten. Also die Archive haben nicht die Aufgabe, die Deutungshoheit über die Akten zu haben. Das wissen wir ja alles, sondern wir haben die Aufgabe, die Akten so oder die Archivalien, das Archivgut so aufzubereiten, dass es sehr breit und unterschiedlich oder auf bestmöglichste Art, sage ich jetzt mal, das ist sehr schwierig, das zu sagen, gedeutet werden kann. Da streiten wir uns ja auch in der Community immer, wenn es um das Thema Erschließung, ich nenne nicht diesen etwas alten Begriff nochmal, wie erschließt man möglichst Archivgut so, dass es von allen Seiten gedeutet und genutzt werden kann. Und da liegt unsere Hauptaufgabe. Und da ist natürlich die Zusammenarbeit mit unseren Nutzergruppen das A und O. Und ich meine, natürlich ist die erste Gruppe, wo man am meisten investiert hat und auch weiterhin viel investieren muss, in die Wissenschaftler. Und da wird jetzt, denke ich, innerhalb Deutschlands durch die nationale Forschungsdateninfrastruktur auch für die Archive ein neues Feld sich öffnen, wo wir hoffentlich dann auch als Archive Teil dieser Infrastruktur werden. Also wir sind es eigentlich schon, aber Teil dieser Infrastruktur werden heißt auch dieses Geldtopfes, also dass hier auch Fördermittel in diese Zusammenarbeit zwischen Archiven und vor allem natürlich historisch arbeitenden Geisteswissenschaften, das ist die Hauptklientel, die in den Archiven arbeitet, das sind natürlich aber auch andere Disziplinen, Juristen, Wirtschaftswissenschaften, und da muss man dann sich zueinander diesen Dialog weiter pflegen in diesem Format und auch die Bedürfnisse, die diese Nutzergruppen haben, dann von Archivseite diskutieren und gemeinsam auch entsprechende Verfahren und Werkzeuge entwickeln. Das ist im Grunde die Herausforderung, die ich momentan in nächster Zeit auch sehe. Wir haben ja heute hier auch schon einiges gehört in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Das läuft ja schon. Also das ist ja nichts, was man erst erfinden muss. Jetzt auch mal nochmal von der anbietenden Seite her gedacht. Sie haben ja jetzt den großen Vorteil, dass Sie über Jahrhunderte baden-württembergischer Geschichte verfügen, ein Stück weit. Und welches davon ist eigentlich Ihr persönliches Lieblingsjahrhundert? Ja gut, mein persönliches Lieblingsjahrhundert, ich habe eigentlich mehrere, aber es ist so, ich bin irgendwann am Ende des Studiums im 19. Jahrhundert gelandet, da wollte ich eigentlich nie landen. Ich bin eigentlich mehr im Spätmittelalter, in der frühen Neuzeit zunächst zu Hause gewesen, habe dann aber das 19. Jahrhundert als ein sehr spannendes Jahrhundert entdeckt. Das ist auch ein sehr, was die archivalische Überlieferung angeht, ein sehr üppiges Jahrhundert. Da geht es nämlich richtig schon los, was die Dichte der Quellenüberlieferung angeht, und wenn man in diesem Bereich, im 20. Jahrhundert wird es dann ja noch dichter, wenn man dann in diesem Bereich im 19. Jahrhundert, wo man ja auch keine Sperrfristen hat und keine Persönlichkeitsrechte, deswegen also das 19. und nicht das 20. Jahrhundert. Da kann man dann wirklich sehr intensive Forschungen betreiben, und das ist jetzt persönlich ein Jahrhundert gewesen. Ich bin dann ja in meiner Dissertation ja auch in diesem Jahrhundert dann gelandet, aber es ist meine persönliche Meinung, wenn ich jetzt so unser Landesarchiv betrachte, wir haben ja wirklich für jedes Jahrhundert was zu bieten, und wenn ich so die Kollegen anschaue, die Bestände betreuen, da können Sie natürlich, der eine schwärmt vom Mittelalter, der andere vom Frühmittelalter oder vom Papyrus noch, den es auch noch schon gibt, vom Pergament. Und dann gibt es natürlich die Kollegen, die jetzt für die digitale Überlieferung schwärmen, die sich ganz stark auf diese genuin digitale Überlieferung schon fokussieren, wo man auch ganz neue Methoden nachher der Präsentation und der Auswertung entwickeln muss. Aber bei den Papyrus-Dokumenten, da haben wir den großen Vorteil, dass da keine Schutzrechte mehr drauf liegen, und ja, dass nee, wir da das eben nicht in diesem, wie gesagt, schon im 19. Jahrhundert auch nicht, schwarzen das Loch Papier. Ein Stück weit des 20. Jahrhunderts uns befinden, wo man dann eben auch teilweise Menschen trifft. Also wir auf dem Medientag in München letzte Woche kam jemand zu mir an und sagte, Mensch, ich habe ja früher mal so Sendungen gemacht, ich bin jetzt 90 Jahre alt, ich war früher Redakteur beim WDR, ich habe jetzt hier diese tollen Schulungsfilme und ich würde die gerne digitalisieren und zur Verfügung stellen. Und dann sagten wir, das ist ja toll, können Sie vielleicht auch noch die anderen Rechteinhaber, die daran mitgedreht haben, also Tontechniker und Kameramensch und so, können Sie die vielleicht nochmal kontaktieren? Und dann meinte der junge Mann, ich sag's nochmal, ich bin jetzt 90 Jahre alt. Die daran mitgearbeitet haben, die sind es nicht geworden. Wie kann ich jetzt die Rechte daran eigentlich klären? Also wie sieht es eigentlich aus mit verwaisten Werken beispielsweise, die eben zur Verfügung gestellt werden könnten, eine Öffentlichkeit sehen könnten, aber eben nicht dürfen. Was macht man damit? Bleiben die so lange liegen, bis man dann irgendwann 70 Jahre später sagen kann, okay, jetzt passt's, jetzt dürfen wir?
Naja, ich meine, das ist ja einer der Teile, der erfreulicherweise halbwegs unstreitig war, was die EU-Urheberrechtsrichtlinie angeht, dass man eben einen Umgang gefunden hat mit den verwaisten Werken, ebenso wie mit vergriffenen Werken, by the way, also auch da zur Sicherung einfach des historischen Erbes Klarheit gefunden haben. Wir haben jetzt im Deutschen Bundestag voraussichtlich im nächsten Frühjahr die nationale Umsetzung vor der Brust und dann müssen wir gucken, dass wir vernünftige nationale Regelungen da finden. Ja, also die Bibliotheken sind hier im besseren rechtlichen Stand wie die Archive. Das muss ich also deutlich nochmal betonen als Archivar. Also wir wünschen uns sehr eine Schrankenregelung, eine urheberrechtliche für Archivgut, vor allem für die sogenannten Sammlungsbestände, die jedes Archiv auch hat. Das sind jetzt gar nicht die normalen Aktenquellen, da haben wir nicht die Urheberrechtsproblematik, weil amtliches Schriftgut unterliegt nicht dem Urheberrecht im Normalfall, aber wir haben sehr viele Sammlungen. Wenn ich nur an Plakatsammlungen 20. Jahrhundert denke, politische Plakate, hochspannende Dinge, Theaterzettel, die man in den Landesarchiven findet von den Theatern, wo Künstler beteiligt sind, und wir brauchen im Grunde hier, wenn wir keine Schrankenregelung bekommen, bleibt uns nichts anderes übrig, wie im Grunde das im Lesesaal einer Person hintereinander vorzuzeigen. Wir können das dann nicht digitalisieren. Oder wir müssen diese aufwendige Konstruktion angehen, wo wir ja schon in der Community seit Jahren drüber reden, der sogenannte geschützte digitale Lesesaal, wo man unter bestimmten Bedingungen vielleicht auch einer Einzelperson übers Internet für einen bestimmten Zeitraum was digital vorsetzen kann. Man kann das auch im Intranet machen und dann nimmt man es ihr wieder weg und setzt der nächsten Person vor. Also das sind Dinge, wo man dann das Urheberrecht einigermaßen einhalten kann. Das sind aber sehr schwierig zu handelnde Aktivitäten, auch übers Netz. Und es wäre besser, wenn wir für bestimmte Nutzung, für Wissenschaft und Forschung und Bildung, Schulen, hier eine Schrankenregelung hätten, wo die Urheber dann nicht uns verklagen könnten. Also da haben wir, ich meine, die Abmahnerei, ich denke, Archive, die im 20. Jahrhundert ihre Materialien öffnen, da hat jeder sicher schon mal irgendwo Erfahrungen dann gemacht, auch mit Abmahnanmelden. Und man muss da sehr manchmal pragmatisch, aber auch sehr vorsichtig vorgehen. Wenn man sehr restriktiv vorgeht, dann ist es wenig offen. Und das ist eigentlich, wenn man rechtlich auf der sicheren Seite sein muss, muss man relativ restriktiv vorgehen. Also hier wäre auch mein Wunsch an die beiden Politiker, das auch im Blick zu haben, wenn das wird auch EU-rechtlich oft vergessen, dass Archive hier eine andere Situation haben. Die Bibliotheken sind hier schon besser im Fokus. Ja, als Kulturpolitiker verstehe ich mich natürlich trotz allem erstmal als Anwalt der Urheber. Und ich habe gelesen auf Twitter, Urheberrecht und Archivrecht sind Ressourcenfresser für Archive. Das wird auch nach der Umsetzung so bleiben. Also da darf man auch nicht erwarten, dass sich da was daran was ändert. Ich stimme Ihnen aber zu, dass man ganz klar die Unterscheidung treffen muss, aus welchen Gründen Wissenschaft und Forschung und so weiter, Bildung, im Gegensatz zur kommerziellen Nutzung. Das, glaube ich, ist die Schranke, die auch praktikabel sein wird. Und so sollte es kommen. Und dann mein Wunsch auch an Sie. Wir haben ja gerade schon gehört, dass im politischen Diskurs man auch gehört, sich verschaffen muss und seine Interessen entsprechend formulieren. Da haben wir doch auch direkt einen konkreten Ansatzpunkt. Jetzt hatte ich aber auch noch eine konkrete Frage aus dem Publikum. Genau. Daniel Koller, kein Archivhintergrund, insofern eine Beobachtung von außen. Ein Präsentator hier hat heute Morgen mit goldenen Augen von seiner Digitalisierung von Gestapo-Karten erzählt, wo eine technische Challenge zum Beispiel das Erkennen von Sütterlin-Handschriften ist. Das, was von außen sich ganz komisch anhört und wo die Frage einfach ist, ob man sich dann nicht mehr im Weg steht, ist, dass offensichtlich nach dem Abschluss von seinem Forschungsprojekt, sage ich mal, es ist erstmal unklar ist, ob diese erkannten Daten, diese Metadaten irgendjemandem nach zur Verfügung stehen werden. Und auf der anderen Seite bin ich mir, ohne es genau zu wissen, relativ sicher, dass dieses Erkennen, also dieses Bauen von Workflows mit Erkennen von Sütterlin-Handschriften vermutlich ein Problem ist, das jetzt nicht er als einziger hat. Und da ist zum Beispiel dann einfach die Frage,
Und er hat nebendran angemerkt, dass er dieses, für genau diese Dienstleistung relativ viel Geld einem spezialisierten Dienstleister in die Hand gegeben hat. Und da ist dann einfach die Frage, okay, schaffen wir es, dass zum Beispiel jeder, der hier digitalisierte Schriftgut mit dieser Form von Handschriften hat, einfach auf etwas zurückgreifen kann, was ihn dann im Einzelfall nicht einzeln was kostet, sondern was jemand sehr schnell quasi mit in seinen Workflow mit einbauen kann. Und die andere Frage, das schien mir auch durch, dass der Workflow jetzt vermutlich nicht für jedes Projekt so speziell ist, sondern dass es sich vielleicht auch lohnen würde, wenn sich mehrere auf solche Workflows und die entsprechenden Infrastrukturen dazu einigen würden. Gerade unter dem Aspekt, dass es sehr viele kleine Archive gibt, die sich sowas einzeln gar nicht leisten könnten. Gibt es da so einen Pool, wo ich sehen kann, vielleicht auch, also jetzt gibt es dieses Vorhaben und dazu ist dieses und jenes Instrument angedacht, da kann ich mich als Archiv vielleicht auch mit ranhängen, um da auch Nutzungsrechte vielleicht günstig mit dazu zu kaufen, oder ist das jetzt gerade so eine Wunschvorstellung in meinem Kopf? Also es gibt es in der Form natürlich nicht. Das waren die Kollegen vom Niedersächsischen Landesarchiv, die hier zusammen mit der Universität Osnabrück das gemeinsam auch mit einem technischen Dienstleister, ich weiß jetzt nicht, wer es war, das wurde nicht gesagt heute Morgen, gemacht haben. Das ist, denke ich, ein Ansatz, der natürlich in nächster Zeit uns alle interessiert. Das ist ganz klar. Und das sind wir ja nicht die Einzigen. Das ist das Thema Machine Learning. Und wenn ich jetzt an Baden-Württemberg denke, wir haben hier unser Wissenschaftsministerium, hat hier einen riesen, sage ich mal, auch Großprojekt an der Universität Tübingen eingerichtet, wo ich vor kurzem auch Informationen bekommen habe, wo wirklich für ganz andere Dimensionen im Bereich der Naturwissenschaften dieses Machine Learning aufgebaut wird. Und das ist ganz klar, dass hier im Grunde die Archive und generell auch die Geisteswissenschaften, es sind ja jetzt nicht nur die Archive, sondern auch die forschende Community, hier partizipieren muss an diesen neuen Technologien. Und das ist im Grunde eine wissenschaftspolitische Frage aus meiner Sicht. Also da sind wir im Grunde Teil einer wissenschaftspolitischen Entwicklung, die natürlich, wo man sich auch fragen muss, gesellschaftlich irgendwo finanziert werden muss. Also im Bereich der und das Material, was da trainiert werden muss, das ist natürlich besonders schwierig gewesen mit 20. Jahrhundert. Wenn man jetzt Sütterlin oder auch Kurrentschriften, ältere Schriften, 18. bis 19. Jahrhundert, haben sie ja das Problem nicht. Da bin ich natürlich der Meinung, wenn da Archivkollegen Akten oder Urkunden trainieren, transkribieren und das in solche Maschinen reinfüttern, dass man das dann auch anderen Kollegen wieder zur Verfügung stellen kann, dass man da einen Pool aufbauen kann. Aber da müssten wir schauen, ob nicht im Rahmen der nationalen Forschungsdateninfrastruktur zusammen vielleicht mit der historischen Community sowas aufgebaut werden könnte und vielleicht dann auch von Bund und Ländern über diesen gemeinsamen Topf finanziert werden könnte. Das ist, denke ich, die Möglichkeit, die ich momentan sehe, aber da werden wir uns auch zum Teil hinten anstellen müssen, weil Machine Learning gerade für alle das Riesenthema ist. Ich habe das in meinem Bundesland schon gemerkt, an der Uni Tübingen klopfen alle möglichen an. Wenn ich im staatlichen Bereich ein Beispiel bringe, mit das Statistische Landesamt hat auch schon angefragt, die wurden auch gleich verwiesen, sie sollen erst mal warten, wenn ich da als Landesarchiv jetzt auch noch anfrage. Ich glaube nicht, dass wir da schnell zum Zug kommen, aber es gibt viele Forschungspartner. Wir haben jetzt einen Partner an der Universität Karlsruhe, zusammen mit FIZ Karlsruhe, wo wir auch in diesen Bereich einsteigen wollen. Aber das allein schon die Rechenkapazitäten, die Sie da benötigen, die haben Sie normalerweise im archivischen Bereich nicht. Wenn ich da vielleicht was ergänzen kann, aber das ist ja insgesamt immer die Frage, was gibt es an technologischer Entwicklung, die unserer Arbeit hilft. Wir haben wir vorhin schon kurz angerissen, das Problem der zerrissenen Akten. So, die Frage ist ja, was machen wir damit? Unser gesetzlicher Auftrag ist es, die Unterlagen bereitzustellen, und dazu gehören auch zerrissene Akten. Die zu restaurieren ist sozusagen die Aufgabe, um sie dann dem Nutzer zur Verfügung zu stellen. So, das ist natürlich ein Riesenaufwand, und der Bundestag hat aus politischen Gründen uns Gelder zur Verfügung gestellt. Das sind über 6 Millionen Euro gewesen, die da schon sozusagen eingeflossen sind, auch sozusagen um ein Zeichen zu setzen, die Stasi soll nicht bestimmen, was wir lesen dürfen und was nicht. So, und natürlich ist da viel geleistet worden,
Aber am Ende ist es noch nicht so weit ein Durchbruch gelungen, dass wir sagen können, wir können da ein Massenverfahren draus machen. Die Software funktioniert, um diese virtuelle Rekonstruktion zu bewerkstelligen, aber die Scannertechnik ist nicht so weit, dass man sagen kann, die Säcke kann man irgendwo oben reinkippen und unten ist das dann alles gescannt und wird zusammengesetzt. So. Das Problem ist, dass natürlich dann gesagt wird, ja, macht das mal mit den Stasi-Akten und der Bundestag wird immer wieder Geld zur Verfügung stellen, weil das ist eine politische Fragestellung. Ich sage, eigentlich müsste hier das Forschungsministerium, eigentlich müssten hier die Forschungspolitiker unterwegs sein, um diese Technologie voranzubringen, weil es eine ist, die vielseitig genutzt werden kann. Für überall, wo zerrissene Dokumente sind, kann das genutzt werden. Bis hin zu sagen 3D-Geschichten im musealen Bereich und so weiter. Ne? Also da ist es wichtig, dass man nochmal irgendwo immer schaut, dass da eine Kraftanstrengung dann gemeinsam gemacht wird, weil viele davon profitieren können. Und so kann ich es mir auch vorstellen bei anderen Technologien, dass natürlich immer einzelne Vorreiter sind, aber wenn die alleine gelassen werden, werden sie es am Ende nicht schaffen, weil es ist schon eine Kraftanstrengung an Mitteln, was man dann nur gemeinsam stemmen kann. Frau Hahn, Geschichtserschließung per Roboter, Geschichtserschließung per Rechenleistung? Sieht so die Zukunft aus? Also zum einen wollte ich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass es so ein Ding gibt, was sich DFG nennt, weil ich glaube, sonst wären Forschungsergebnisse und die Daten, die innerhalb dieser Forschung verwendet werden, ich glaube, sonst würde die Gesellschaft die gar nicht zu Gesicht bekommen. Also ich bin da sehr, sehr dankbar, dass es eine Richtlinie gibt, um sozusagen sich mal anzuschauen, was wird denn eigentlich mit den Daten gemacht und wie funktioniert das Ganze irgendwie. Was die Technologien angeht, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es kommt, also es ist sehr, sehr stark kontextabhängig. Es gibt sicherlich Archive, die haben riesige Datenbestände, die so gut aufbereitet sind, dass sie maschinell schon wunderbar verarbeitet werden können. Da sprechen wir auch über eine gewisse Datenqualität, auch eine gewisse Tiefe der Informationen, die sozusagen auch erschlossen werden muss und so weiter und kontextualisiert werden muss und ähnliches. Ich glaube, es gibt auch Archive, für die kommen diese ganzen fancy VR und so weiter Technologien eher nicht in Frage. Ich glaube, es kommt halt sehr stark darauf an, um welche Einrichtung es geht, mit welchem Auftrag, um welche Sammlung konkret es geht und letztendlich um welche Art von Vermittlung, über welche Art von Vermittlung nach außen sozusagen dieses ganze Sammlungsgut kommuniziert wird. Und ich glaube, daran richtet sich die Art und Weise, wie man eine Technologie letztendlich auswählt. Ja? Also ich sehe da nicht so den heiligen Gral, muss ich sagen, aber... Und wenn ich mich jetzt entscheiden muss, also ich bin ein Archiv und ich habe Material und das möchte ich gerne digitalisieren. Was ist denn da von der Anwenderseite her wichtiger, wenn ich mich entscheiden müsste? Klar, beides wäre wünschenswert, dass das ganze Material erstmal zugänglich ist oder dass sie in einer bestimmten Struktur, in einer bestimmten Qualität zur Verfügung stehen, dass sie eben auch entsprechend durchdrungen werden können. Wo sollte ich meinen Fokus darauf legen? Also ich glaube, ganz egal, ob man jetzt gesellschaftlich an dem Material sozusagen arbeiten möchte, aus persönlichen Gründen, aus wissenschaftlichen Gründen, aus journalistischen Gründen, ich glaube, da gilt letztendlich beides. Ja? Also ohne Zugang gibt es einfach keine Magie. So. Also mit dem Zugang, je größer der Zugang zu den Beständen, desto mehr kann man damit machen, desto mehr Impact, desto mehr Relevanz hat letztendlich ihre Arbeit für die Gesellschaft, aus meiner Sicht. Ich glaube, Datenqualität darf man da nicht vernachlässigen. Ja? Also da sind so viele Kriterien, die da eine Rolle spielen. Ein paar habe ich ja jetzt schon genannt. Kontextualisierung, Normdatei kam heute ja auch nochmal auf und ähnliches. Ich glaube, das sind Dinge, mit denen müssen wir uns viel, viel mehr beschäftigen, mit der Datenqualität, weil tatsächlich, also als ich 2013 angefangen habe und mir da die Daten vor allen Dingen aus dem Museumsbereich angeschaut habe, uff, ja, also da sind so große Lücken, mit denen konntest du quasi kaum irgendwas machen. Also so, ist zwar nett, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen, was diese Daten da sind und was sie behandeln, aber von außen ist das quasi gar nicht so richtig zu erschließen. Und ich glaube,
da müssen wir noch viel, viel investieren und letztendlich, wie gesagt, also beides ist wichtig, der Zugang und die Nutzbarkeit regelt, also gilt ja erst dann, wenn letztendlich eine gewisse Qualität der Information vorliegt, gegeben sein kann. Ja. Also jetzt haben wir gleich noch, erwartet uns ein kleiner Empfang dort im Forum, deswegen würde ich jetzt auch gerne langsam zum Schluss kommen und also wenn es von Ihnen noch Fragen gibt, bitte sofort aufzeigen. Jetzt würde ich aber gerne noch mal ein kleines bisschen persönlicher werden. Also mit dem Lieblingsjahrhundert haben wir es jetzt hier schon gehört und Herr Urbanus, Herr Grundl, ich würde Sie beide gerne noch mal fragen, wann hatten Sie denn Ihr letztes richtiges Aha-Erlebnis in einem Museum oder in einem Archiv, wo Sie gesagt haben, oh, da habe ich jetzt, da müssen Sie jetzt ein bisschen graben. Sie waren sicherlich in mehr als einem. Da habe ich jetzt gerade nochmal richtig was dazugebracht und Gott sei Dank gibt es diesen kulturellen Schatz und das möchte ich jetzt sofort mit allen teilen. Das zeige ich meinen Kindern, das zeige ich meiner Frau, das zeige ich jedem, dem ich auf der Straße begegne. Ich habe auf der Straße selten ein Archiv dabei oder ein Museum, aber abgesehen davon, es sind zwei verschiedene Sachen, würde ich mal sagen. Also wo ich wirklich beeindruckt war, war das Marlene Dietrich Archiv, das ich mir letztens angesehen habe. Das ist in der Kinemathek am Potsdamer Platz, ist das ein Archiv übrigens, das nicht unter der Erde ist, sondern im dritten Stock, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Deswegen assoziiere ich seitdem auch mit Archiv in allererster Linie diese großen Kisten mit den langen Auszügen und den vielen Filmplakaten drin. Das ist das eine, aber was mich wirklich beeindruckt hat, wie man auch Kunst präsentieren kann, das war zugegebenermaßen privilegiert. Da war ich in Kapstadt und war im MoCA dort, im Museum of Modern Contemporary African Art, glaube ich, heißt das Ding. Das ist in so einem alten Silo, so einem Betonsilo reingebaut und das war in der Art und Weise, in der Präsentation. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Ganz kleinteilig im Bayerischen Wald. Ich habe vor kurzem mein Wahlkreisbüro, ein weiteres Wahlkreisbüro aufgemacht in einer Kleinstadt, die heißt Fichtach. Und da gibt es ein ganz kleines Stadtarchiv, das ist ganz schlecht untergebracht und jetzt arbeiten alle daran, dass es besser untergebracht wird, weil seit dem Verfall preisgegeben sind die Dokumente, da sind oft die Mittel, auch wenn es das reiche Bayern ist, dann oft limitiert oder genau wie was wir hier besprochen haben, die Wichtigkeit klar zu machen, auch der Politik, der lokalen Politik, da braucht es immer wieder anschieben und immer wieder darauf hinweisen. Und da wurden mir während der Digitalisierung Fotos gezeigt von Anfang des letzten Jahrhunderts, dann sehr viele Bilder, die der damalige Bürgermeister, der von der NSDAP eingesetzt war, in dem Ort gemacht hat, während dieser Jahre. Interessant ist, dass der Mann natürlich 45 abgesetzt wurde, 56 wiedergewählt wurde, als Parteiloser damals. Und die Bilder und einfach nur, wie die Menschen damals, ganz salopp gesagt, geguckt haben, das hat mich sehr in den Bann geschlagen und ich finde, es ist sehr wert, einfach das Archiv ganz hoch zu heben und auch da den Drive, wie es vorher gesagt wurde, den kann man nur, wenn man den Leuten zeigt, was geht, was los ist. Und ich denke immer, so viele Leute in Deutschland sind Sammler von irgendwas und sind begeistert von ihren eigenen Sammlungen und es müsste doch eigentlich möglich sein, diese Sammelleidenschaft dann auch bei den Politikern, die vielleicht mehr Impact haben, sage ich ganz offen, als in der Kulturpolitik. Wir haben vorher darüber gesprochen, das war ja vorher im Innenministerium angesiedelt, das einfach rauszukitzeln und rauszuholen. Jetzt sind wir sitze ich hier neben zwei begeisterten Sammlern. Und jetzt würde ich Sie gerne zum Abschluss nochmal fragen, was können Sie uns denn nochmal für ein Vorhaben nochmal mitgeben, was jetzt gerade bei Ihnen akut ist, was bei Ihnen brennt, wo Sie sagen, da gehe ich jeden Tag beschwingt zur Arbeit, weil das kommt jetzt demnächst. Gibt es irgendein Vorhaben, wo Sie sagen, ja, das ist es und das revolutioniert die Archivlandschaft in den nächsten 10 Jahren? Also ich denke, Evolution ist auch eine gute Sache, wenn man beharrlich an bestimmten Dingen bleibt, aber wir werden tatsächlich jetzt im Nutzerbereich uns verbessern, weil wir ab diesem Monat vermutlich
ein Online-Bestell- und Liefersystem für Digitalisate, ähnlich wie bei den Bibliotheken des Subito, das ja eine lange Tradition hat, mal versuchen bei uns im Landesarchiv. Ein kleiner Wermutstropfen hat die Sache natürlich, es wird nicht kostenlos sein, weil das ist bei Reproduktion natürlich ein, da gibt es auch bei uns beim Land eine Gebührenordnung, die wir dann im nächsten Jahr, denke ich, auch nochmal gründlich überdenken werden, wie weit wir hier auch gebührenmäßig senken können und auch die anderen Reproduktionsverfahren, die bei uns schon mit Aufsichtskennern tätig laufen, das wollen wir alles mit einbinden. Aber dieses Bestell- und Liefersystem, verbunden natürlich auch mit einer Online-Bezahlplattform, die das Land Baden-Württemberg jetzt betreibt, das soll dann schon die Möglichkeit bieten, auch digitalisiertes Archivgut, das auch noch nicht jetzt im Netz steht, dann on demand zu bestellen. Das wird eine Herausforderung, weil der Erschließungsstand in Archiven natürlich nicht vergleichbar ist mit einem Bibliothekskatalog, wo ich ein bestimmtes Buch oder einen Zeitschriftenaufsatz, sondern da wird man ein paar Schleifen drehen müssen im Backend-Bereich und zum Teil auch mit dem Kunden dann nochmal kommunizieren müssen und auch Regelungen treffen müssen, dass niemand auch zu viel bezahlt oder auch nicht enttäuscht wird. Wir werden das auf jeden Fall in zwei unserer Häuser testen ab Mitte November und werden, wenn das Ganze funktioniert, irgendwann im Regelbetrieb einsetzen. Und nebenbei werden wir dann auch das leidige Thema mit der Fotografiererei im Lesesaal in Baden-Württemberg auch noch bereinigen und auch Möglichkeiten bieten, so wie das andere Häuser bieten. Das wird allerdings wirklich dann nebenbei noch laufen. Also ich persönlich freue mich momentan mehr über das Online-Bestell- und Liefersystem, denn bei der Fotografiererei haben sie ja das rechtliche Problem auch nicht gelöst. Also man darf im Grunde auch nur Dinge fotografieren, die aus Gründen des Archivrechts und der Bestandserhaltung auch vorgelegt werden können. Also insofern, das ist nicht das Allheilmittel, weil die Benutzer immer mit dem Handy da anrücken möchten. Ich denke, wir haben ja viele Nutzer, die auch gar nicht die Möglichkeit haben, im historischen Bereich, die an einer Universität sitzen, da ist, denke ich, so eine Lieferung, eine Bestellung von Digitalisaten über ein richtiges System und dann schon eine spannendere Sache, ob das dann in der Praxis funktionieren wird, das wird sich zeigen. Also es gibt ja so ähnliche Entwicklungen auch in der Schweiz, da laufen solche Dinge auch. Insofern werden wir es jetzt in Baden-Württemberg auch mal versuchen. Frau Hahn, noch eine letzte Frage an Sie vielleicht. Welche Probleme, die wir jetzt hier besprochen haben, haben wir vielleicht in 5 Jahren gelöst? Welche Probleme, die wir hier besprochen haben, haben wir vielleicht in 5 Jahren gelöst? Oder was wünschen Sie sich von den Anwesenden hier auf dem Podium vielleicht noch, was wir im Zugang zu Kulturgut, im Zugang zu Archivgut vielleicht noch verbessern können? Ich würde mir wünschen und Sie auch ermutigen, je nachdem in welcher Rolle Sie in Ihren Häusern auch stecken, vielleicht sind Sie ja auch in einer Entscheiderrolle, das wäre total klasse, wenn Sie da mal ein paar Diskussionen anstoßen könnten. Ich würde gerne weg von diesem Finanzmodell. Also ich möchte gerne, dass Kulturerbe frei zugänglich wird für alle Menschen, die sich dafür interessieren. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn sich die Institutionen, die Einrichtungen, die Mitarbeitenden dort viel, viel stärker darum kümmern, was ist eigentlich ihr gesellschaftlicher Auftrag, für wen machen sie das eigentlich alles. Und ich bin mir nicht sicher, ob sozusagen diese ganzen Finanzmodelle und wir verkaufen die digitalen Bilder, was ja auch sehr, sehr groß Praxis ist, auch im Bundesarchiv. Ich glaube nicht, dass das der goldene Weg ist, weil vielleicht gründet man dann doch lieber eine GmbH und verkauft dann die Bilder, dann ist es vielleicht gerechtfertigt, dieser wirtschaftliche Zweck. Bei den anderen Sachen, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr skeptisch und ich würde mir wünschen, es wäre frei für jede Person, die sich dafür interessiert. Herr Jahn, jetzt haben wir hier noch einen Sammler neben mir sitzen. Was macht Ihnen Freude? Was können wir von Ihnen in nächster Zeit erwarten, wo Sie sich mit uns zusammen drauf freuen können? Also erstmal möchte ich nochmal auf den letzten Beitrag eingehen. Ich glaube, das ist eine spannende Diskussion wert, auch in diesen Kreisen hier, weil natürlich die Aussicht, Archive sind kostenlos, das ist durchaus eine Botschaft, auch
sagen, Archive als eine Säule der Demokratie. Was mir immer entgegengehalten wird, wenn ich diese Idee vorantrage, ist, dann wird uferlos sozusagen unsere Dienstleistung in Anspruch genommen. Und wir können sozusagen diese Aufträge der Recherchen nicht mehr bewältigen und so weiter und so fort. Ich glaube, hier muss die Diskussion vorangetrieben werden, dass wir sozusagen einen Weg finden, dass der Anspruch, dass sozusagen die Nutzung von Archiven nicht am Geld scheitern darf. So, dass dieser Anspruch in den Mittelpunkt gerückt wird und wir intelligente Lösungen finden. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Auf Ihre Frage, was mir Freude macht, ist zu sagen, dass wir Unterstützung vom Deutschen Bundestag bekommen haben, hier Zukunft zu gestalten für die Stasi-Unterlagen und das zu sagen, auch das dann vergegenständigt wird. Und ich denke, gerade das Archivzentrum, was wir hier am historischen Ort auf den Weg bringen, das ist für mich eine Botschaft, wo es dann auch gegenständlich wird, wo wir wirklich sozusagen den Anspruch an ein Archiv in seiner Umfassendheit in der Betrachtung der DDR bewerkstelligen können, wo wir aber gleichzeitig sozusagen die neuen technischen Möglichkeiten mit diesem Digitalisierungszentrum so auf den Weg bringen, dass wir das gut zueinander verbinden. Und das Dritte ist, dass wir das hier mit verschiedenen Akteuren auf dem Gelände machen, zum Beispiel dem Archiv der DDR-Opposition, wo wir auch deutlich machen, dass die Vielfalt der Blickwinkel sozusagen dazugehören und das als letzten Satz, dass wir mit all dem die Voraussetzungen schaffen, dass die Menschen mit dem Blick in die Vergangenheit ihre Sinne schärfen können für die Gegenwart. Und deswegen nennen wir das Ganze auch hier Campus für Demokratie, damit das Ganze auch einen Sinn macht. Und jetzt möchte ich an der Stelle nochmal kurz unseren beiden Politikern danken, die in einer Sitzungswoche, wo sie wahrlich genug zu tun haben, dann auch dann hierher gekommen sind. Frau Hahn, die nochmal Wege aufgezeigt hat der Nachnutzung und was vielleicht noch, wo vielleicht noch geschraubt werden kann, wo vielleicht noch ein bisschen weiter geöffnet werden kann. Mein Lieblingsjahrhundert wurde hier auch schon präsentiert und Möglichkeiten und Sachen, die gemacht wurden. Und natürlich das Haus uns hier geöffnet und das Archivcamp hier an dieser Stelle ermöglicht. Ich danke Ihnen für Ihre Fragen, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf das Nachgespräch bei Ihnen beim Empfang mit Weißwein und nochmal einen herzlichen Applaus, einen Riesendank an unser Podium hier vorne.